Oh, was ist da mit dem? Eieiei. Was ist denn los? Die Beamten können beide junge Männer ohne Waffengewalt stellen. Sie ermitteln, dass die zwei in ein schweres Verbrechen verwickelt sind. Sag einfach nichts, sag einfach nichts. Was sollen die machen? Sag nichts. Meine Tochter. Oh, bist du denn? Was ist mit ihrer Tochter? Ja, die ist weg. Wie, die ist weg? Wo also sollte die denn sein? Die sind gerade bei meinem Bruder hier vor der Tür gestanden und haben ihn erpresst. Er soll 3000 Euro Lösegeld zahlen, sonst würde seine Tochter was zustoßen. Aber kommt ja auf so einen Mist, ey. Ja, was wollt ihr denn Hobbys von Emma? Ja, sag mal ruhig jetzt. Wer ist immer? Es ist so, mein Bruder hat mich gerade schon vorher angerufen. Die Emma, die ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Deswegen haben wir uns so Sorgen gemacht. Wir haben schon alle Freundinnen abtelefoniert, aber die waren nirgendwo. Katja Wolf fordert Verstärkung an, um die mutmaßlichen Erpresser voneinander zu trennen. Ein junger Mann hatte bei dem Versuch zu flüchten sein Handy verloren. Ein Video darauf beweist die Entführung. Und auf dem Handy war ein Video, wo ihre Tochter zu sehen ist. So ja, die aus. Haben uns gerade ein Video vorgespielt. Später ist zu sehen, wie die zwei Mädchen die Emma entführen. Und wie die Emma schlagen und treten und sowas. Der Vater und die Tante des mutmaßlich entführten Mädchens wollten soeben eine Vermisstenanzeige aufgeben. Da der Tatverdächtige eisern schweigt, sichten die Beamten das Video. Tatsächlich liefert es erste Hinweise. Hey, nimm mir mal die Jacke. Ja, das ist Emma. Ganz schlimm. Ach, heul doch nicht. Scheinen aber auch nur Mädels zu sein, ne? Wo ist das denn? Das sieht aus wie ein Sportplatz irgendwie oder so, ne? Da mit dem... Was ist das denn? Also, im Hintergrund? Mädels auch noch nie. Kennen Sie nicht? Keine Ahnung. Nee, nicht. Nee, Black. Hey, halt Pullis, man sieht natürlich auch wenig, ne? Mit den Hoodies da. Ne? Warum die überhaupt auch mit denen da rumhängt? Also, nee, das woher ist gar kennen nicht. Die sich? Sagt ihr nichts, das ist aber das Video, was Ihnen gerade gezeigt wurde, ja? Das ist das Video, ja. Aus der polizeilichen Erfahrung und auch ein bisschen meine persönliche Meinung ist jetzt eine Lösegeldforderung bei einer Kindesentführung von 3000 Euro jetzt nicht sonderlich hochgegriffen. Also es scheint hier doch sich eher um Dilettanten zu handeln. 3000 Euro ist natürlich viel Geld, das will ich nicht in Abrede stellen. Allerdings, wenn man es wirklich mit einer hohen kriminellen Energie zu tun hat, werden da in der Regel eigentlich noch ganz andere Summen gefordert. Können Sie sich selbstständig zur Dienststelle begeben? Ja, ja, ist das möglich? Ja. Tun Sie aber uns einen Gefallen, packen Sie Ihre Ausweispapiere bitte ein. Das ist ganz wichtig, ja? Dass Sie die jetzt eben mitnehmen und dann zur Wache Duisburg-Nord, ja? Ist gut, alles klar, ich fahre, ja. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, klar. Ja? Dann nehmen wir die beiden mit, machen Sie hier noch alles zu, holen Sie Ihre Papiere, genau, und begeben sich dann zur Dienststelle, ja? Auf dem Video ist keiner der festgesetzten Männer zu sehen. Dennoch sind die zwei in die Entführung der Schülerin verwickelt. Schließlich haben sie Lösegeld gefordert. Die Kriminalhauptkommissare Hans Frendenberger und Norbert Meinert verschaffen sich mit der Befragung der Geschwister einen Überblick. So, mein Name ist Frendenberger, hier von der Kripo in Duisburg. Mein Kollege Meinert, dann schildern Sie uns doch mal bitte, was aus Ihrer Sicht, Sie können wahrscheinlich besser was dazu sagen, die waren direkt anwesend oder geschädigt sozusagen. Naja, ich meine, ich habe heute Morgen... so an meine Frau, hat heute Geburtstag, die ist aber schon leider längere Zeit schon verstorben und ich wollte mit meiner Tochter Emma, wie immer, wie jedes Jahr zum Friedhof gehen und ja, meine Tochter kam nicht nach Hause, dann habe ich in der Schule angerufen und da wurde mir dann erzählt, dass die ersten zwei Stunden ausgefallen sind und dass sie danach nicht mehr zum Unterricht erschienen ist. Meine Tochter macht sowas nicht. Die ist total zuverlässig, geht immer zur Schule und ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann haben wir zusammen Freundinnen von ihr angerufen. Ne, weil er so verzweifelt war. Ich bin dann direkt zu ihm gefahren und wir haben dann die Freundinnen abtelefoniert von der Emma. Ja. Aber da wusste auch keine was und hat auch nichts von ihr gehört. Ja, und dann klingelt es an der Tür. Du dachtest schon, das wäre Emma, ne? Ja, dass sie einen Schlüssel vergessen hätte, aber das war nicht so. Stattdessen stehen da so zwei komische Typen vor der Tür und spielen uns ein Video vor, wie meine Tochter getreten und geschlagen wird. Ja. Und wollte 3000 Euro von uns haben. Welche Rolle die beiden festgesetzten jungen Männer in der Entführung spielen, gilt es noch zu klären. In dem Video fällt Hans Frendenberger ein wichtiges Geräusch auf. Nee, kennen Sie die beiden Frauen? Oder? Nee, keine Ahnung. Also, auch von der Stimme vielleicht? Gar nicht. So wie das aussieht, ist das auch nicht so. Moment mal. Das ist ein Rettungswagen, ne? Im Hintergrund. Ja, stimmt. Ey, halt die Klappe!
Auf dem Handy, das steht da 12 vor 5. Also sind Sie sicher, dass Sie weder Stimme noch Gesicht erkannt haben? Hat Ihre Tochter vielleicht irgendwie in letzter Zeit mal irgendwie, können Sie wieder Platz nehmen, über Mobbing gesprochen? Nee. In der Schule? Also Emma redet eigentlich immer über alles mit uns. Also wenn irgendwas ist, wir haben auch ständig Kontakt zu ihr. Ja, natürlich. Ja. Also sie ist sehr zuverlässig. Also seit dem Tod meiner Frau ist Emma und ich sind wir sehr, sehr eng aneinander gekommen. Und darf ich fragen, wann Ihre Frau verstorben? Ja, vor knapp 3 Jahren. Bitte. Ja, okay. Ja. Und wir erzählen uns alles, egal wie doof, peinlich oder was für euch. Ja. Es etwas ist, was also, das? Sie hätte definitiv etwas erzählt, wenn ach so, von den beiden. Okay. Passiert wäre. Ja. Jetzt steht die Personal fest. Ah ja, guck dir das an. Okay, also da ist ein Vertrauensverhältnis, wenn ich das alles richtig verstehe. Ich habe noch eine Bitte. Und zwar hatten wir auf dem Video, weil ich habe das auch gehört, da war eine Sirene zu hören. Da war, mussten entweder ein Streifenwagen oder ein RTW oder irgendwie sowas. Ich meine, ein RTW war das. War ein RTW. Ja. 12.05 Uhr. Heute Morgen. Wo da irgendwo um diese Zeit die ein Einsatz war. Die Einsatzleitstelle weiß das ja genau. Okay. Ja. Kannst du das mal abchecken? Vielleicht war es auch nur der eine. Vielleicht hilft uns das weiter. Die Kommissare wollen auf diesem Wege das Suchgebiet nach der Schülerin eingrenzen. Die Vernehmung einer der festgesetzten Männer soll weitere Hinweise auf die Tat liefern. Der Verdächtige ist kein Unbekannter für Norbert Meinert. Wir haben uns doch schon vor ein paar Jahren mal getroffen, ne? Kann mich noch gut erinnern. So. Dein Name hatte ich zwar vergessen, damals warst du auch schon. Hast du weitergemacht deine Karriere leider. Ja, was juckt euch das? Ja, was juckt euch das? Was war das jetzt für eine Nummer da mit den Eltern? Ich hab doch nichts gemacht, Mann. Du hast nichts gemacht? Ich werd nichts sagen. Danny, du bist erkannt worden. Es geht hier darum, dass ein Mädchen weg ist und wir wissen nicht, was damit passiert ist. Ich hab keine Ahnung. Und der Vater macht die größte Sorgen. Du warst heute mit dem Mike zusammen bei diesem Mann, der hier gerade war. Der hast du zufällig gesehen, denke ich mal. Der ist uns gerade begegnet. Du hast nichts gesagt, es geht um 3.000 Euro. Ich hab nichts gesagt und lass mich doch in Ruhe. Wenn die das Mädchen wieder haben wollen, müssen 3.000 Euro bezahlen, oder nicht? Ich hab den Scheiß. Wieso, das hast du doch denen gesagt? Das haben wir doch hier gerade gehört. Die Kripo-Beamten erhöhen den Druck auf den Verdächtigen. Der junge Mann macht schließlich eine Aussage und die weist darauf hin, dass die Kriminalisten es hier mit besonders skrupellosen Täterinnen zu tun haben. Und zwar, es war so, ich und mein Kumpel, wir haben am Bahnhof gechillt. Ja, mit dem Motorrad, dies, das. Und ja, und dann kam halt ein Mädchen, die war ungefähr 1,70 Meter groß. Kanntest du das Mädchen? Nein, ich kannte das Mädchen nicht. Ich kenne weder die Täter, kenne ich nicht. Genau, am Bahnhof. Wir haben nur gechillt. Ich kenne weder das Mädchen, weder noch das Mädchen, was entführt worden ist, weder die Eltern oder sonst was. Also du und dein Kumpel, der jetzt auch hier ist. Genau, die hat uns einen Fufi angeboten. Dann hat die gesagt, dass wir ihr ein Video zeigen sollen. Ja, da hat die uns halt 50 Euro gegeben. Und ja, und das Mädchen... Wem solltet ihr ein Video zeigen? Die Eltern. Den Eltern? Genau, den Eltern und... Die Adresse hat sie euch dann genau, auch dann gegeben. Hat sie uns auch die Adresse gegeben. Okay, dann seid ihr da hingefahren. Genau, dann sind wir da hingefahren und das Mädchen hatte halt auch einen Hund, die hatte so ein Hundehalsband oder so mit so einem. Ja, das Mädchen? Ja, mit. Die hatte einen Hund, was für ein Hund genau, war das? Das war so ein komischer Schäferhund, ich bin kein Hundexperte oder so, keine Ahnung. Aber ein großer Hund. Ja, so ein großer Schäferhund. Wie sah die denn aus, die Frau, das Mädchen? Ja, die hatte so ein Hundehalsband, die hatte. Also hier hatte die. Blonde Haare und da hatte die schwarze Haare. Ja? Blonde und schwarze Haare? Genau. So. Genau. Okay, so eine Mischfrisur. Genau, die war, ja, wie gesagt, ungefähr 1,70. Genau, dann hat die uns 50 Euro angeboten. Und das soll ich dir glauben, das hört sich total nach Räuberpistole gerade an. Ja, und dann hat die, jetzt kommt das Highlight, hört mir mal zu. Das Ding war einfach, dass sie dann gesagt hat, dass halt am nächsten Tag um 18 Uhr wäre halt die Übergabe von 3.000 Euro. Das sollten wir den Eltern sagen halt. Bis zur Geldübergabe sind es noch 26 Stunden. Die Kommissare wollen das Leiden des Opfers so schnell wie möglich beenden. Deshalb befragen sie die Tante und den Vater der Entführten zu der Personenbeschreibung der Verdächtigen. Ja, die Tante, diese Frau, vielleicht beschreibe ich mal kurz, die war 1,70 groß ungefähr, blonde Haare, ich glaube unten blond, oben schwarz, ne? Genau. Anscheinend deutschsprachig. Also sehr hat einen Hund gehabt, so einen Schäferhund und auch noch einen Hundehalsband. Versuchen Sie sich dieses Bild mal vorzustellen. Vielleicht fällt Ihnen da irgendwas zu ein. Nee, definitiv nicht. Die muss Ihre Tochter doch kennen oder umgedreht. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Nee. Was? Ich bin Busfahrerin. Ja. Hier in Duisburg? Ja, und als solche hatte ich vor kurzem mal Ärger mit so einem Mädchen. Da würde die Beschreibung drauf passen. Die hatte auch einen Hund und die wollte das Busticket für den Hund nicht bezahlen.
Und die Aha. steigt öfter an der Kruppstraße ein. Sind Sie im Linienverkehr? Ja, ja, ich okay. fahre die Linie 824. Ah ja, okay. Die mutmaßliche Täterin hat der Frau sofort Gewalt angedroht. Die Kommissare nehmen daher an, dass auch die anderen Mädchen hochaggressiv sind. Der Schutzpolizist hat inzwischen die Einsatzdaten recherchiert, um den Tatort einzugrenzen. Wie sieht's aus? Wir haben 3 Einsätze gefunden. Ja. Die Ergebnisse sind drin. Einmal am HBF. Genau. Essenberger Duisburg und Duisburg-Rheinhausen. Wie hieß die Straße? Wo die einsteigt? Ja. Kruppstraße. Guck mal da. In der Kruppstraße. Ja. War auch ein Einsatz. In Rheinhausen. Denn wir haben das Signalhorn von dem Rettungswagen gehört, ne? Im Hintergrund. Ja. Also könnte das ja schon mal in der Gegend gewesen sein. Okay. Lass uns mal auf der Karte angucken. Ich mach mich wieder. Ne? Danke, ne? Tschüss. Hey, warte mal. Lass uns noch mal mitkommen kurz. Ja. Hier ist ja diese Kruppstraße. Ne? Und da ist das hier die. In welcher Stelle ist das ungefähr? Wo dieses Mädel immer einsteigt. Die hier mit zugrunde legen hier. Hier ungefähr. Die Ecke. Ungefähr in der Mitte. Ja, Mitte. Gibt es da einen Sportplatz oder sowas in der Ecke? Ja, da sind ja so ein paar Grünflächen ja, hier. Ne? Da, ne? Ja, aber kann ich jetzt nicht sagen, wie gesagt. Wissen Sie nicht genau. Nee, das weiß ich nicht genau. Ja, das werden wir dann gleich feststellen. Da müssen wir auf jeden Fall mal dahin fahren. Und die ihre Nichte, ne? Fährt die auch mit der Linie da? Hin und wieder hat sie, ja klar, hin und wieder fährt sie. Ist das ihre Linie, wo sie irgendwo hin muss? Nach Hause oder zum Sport oder zur Schule oder irgendwas? Naja, zum Sport schon, aber eigentlich diese, also heute nicht, weil wir wollten ja eigentlich zum Grab meiner... Ja, klar. Frau, genau. Heute nicht, aber vielleicht so, dass eventuell sich die da irgendwann schon mal Kontakt ergeben hat zwischen den beiden. Die können sich ja im Bus im Prinzip kennengelernt haben, wenn auch nur oberflächlich. Und irgendwann kam die auf die Idee, so eine Erpressung zu starten. Okay. Die Kriminalisten wollen in dem ermittelten Gebiet mit Verstärkungspolizisten nach der Schülerin suchen. Da sich in der Nähe verlassene Hallen befinden, vermuten die Kripo-Beamten die Schülerin dort. Vor Ort erhärtet sich ihr Verdacht. Erstmal der Zaun, der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das da. Dahinter ist auch so eine Grünfläche. Da vorne ist ein Hund. Hör mal, da ist ein Hund. Das soll doch so ein Schäferhund ähnlicher sein, ne? Hey, bleib mal stehen da! Ja! Hallo, Polizei! Bleiben Sie hier! Wo ist Kathi? Hallo? Hier ist die Kriminalpolizei. Hier ist die Polizei. Ja, Polizist, machen Sie keinen Blödsinn. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Hallo? Ist da jemand? Da. Ey, komm mal rein. Hallo? Oh mein Gott. Scheiße. Sind Sie die Emma? Oh, jetzt. Machst du sie los, ich leuchte dir. Wenn wir Personen suchen, insbesondere vermisste Personen, und die dann auch finden, wie in diesem Fall, kümmern wir uns natürlich sofort darum, wie das körperliche oder auch psychische Wohlsein ist. In diesem Fall haben wir das auch so gemacht. Mein Kollege war zunächst bei der gefesselten und geknebelten Person, bei unserer Vermissten, hat sich um sie gekümmert. Ich habe mich mit den anderen Kollegen um die Durchsuchung dieser unwegsamen Räumlichkeiten gekümmert und hatte einen Kollegen der Schutzpolizei gebeten, am Haupteingang stehen zu bleiben, denn wir vermuteten ja mehrere Personen. Und es hätte passieren können, dass dann irgendjemand durch den Haupteingang flüchtet. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Das waren diese Mädchen. Ich kannte die gar nicht. Ich hatte eine Freistunde. Ich wollte nur die Jugendzeitung. Ich hatte meine Jacke da vergessen. Und dann waren die im Bad und die haben da so den Mülleimer demoliert und so. Und ich meinte halt, ich sag das dem Betreuer, das kann der nicht machen. Und dann haben sie mich verprügelt und haben mich mitgenommen, meinten, jetzt wollen sie Lösegeld von meinem Vater fordern oder so, und haben mich auf Nein gesperrt. Eine junge Frau wird aufgefunden und vorläufig festgenommen. Die Polizisten suchen mit Hochdruck nach weiteren Täterinnen. Doch das Kellergewölbe ist unübersichtlich. So, wo sind die Rest? Wer sind noch mehr Leute? Wo sind die? Es ist alles gut jetzt. Es ist alles gut. Hallo? Kommen Sie bitte raus! Gott, das ist ja auch ein Stall. Hey. Komm mal raus hier. Hier bleib. Ganz friedlich. Ganz ruhig. Komm raus hier. Ja, doch. Wir fassen.
mal keine Zicken hier. Also, wir legen erstmal die Handfesseln an, lieber Kameramia. Hey, 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 hey! Hier bleib stehen. Was wollt ihr? Komm, die Hände auf den Rücken. Jetzt aber Schluss. Die Ermittler vermuten, dass die zweite Täterin die beiden zuvor festgesetzten Männer zur Übergabe der Lösegeldforderung angestiftet hat. Die Personenbeschreibung passt auf die Frau. So, was ist hier passiert? Wir sind hier in einem alten Bunker hier und sagen, Sie wissen von gar nichts. Was soll das? Darf man sich hier nicht aufhalten? Nein, dürfen Sie nicht. Dürfen Sie nicht. Sie dürfen vor allen Dingen sich nicht da aufhalten, wo Sie vorher eine junge Frau gefesselt haben. So einfach ist das. Dass ich Sie gefesselt habe? Mindestens waren Sie dabei. Wir brauchen gar nicht lange diskutieren. Sagen Sie, was Sie hier gemacht haben. Ich brauche gar nichts sagen. Mein Vater ist Anwalt. Ja, aber wissen Sie, was das hier für, was ist das für eine Scheiße hier? Hä, was soll denn das, dieses Mädchen einfach zu fesseln? Und ihr ein Lösegeld zu erpressen oder was? Wir haben doch eine Zeugenaussage von zwei Jungs, die sie beauftragt hat, hier diese Nummer zu machen mit den 3000 Euro und den Eltern. Was soll denn das? Und darüber existiert ein Video, das haben wir gesichtet. Guck mal, Norbert, guck dir das Gesicht mal an. Ich will nicht in den Knast. Ich will nicht in den Knast wegen dir, ganz ehrlich, du bist doch schon reich. Das ist mit der Stadt. Halt dein Maul! Ja, nee, nee, nee. Ruhe, jetzt erzähl mal, was er möchte, ist das klar? So, jetzt erzähl mal. Was soll ich denn erzählen? Wir haben die wegen der erpresst, so, weil die uns dazu getrieben hat, so. Wer, was heißt die dazu getrieben? Jetzt mal ein bisschen mehr. Ja, wir haben die halt geknebelt und gefesselt, entführt, dass wir da diese Geld erpressen können, weil die reich ist und wir halt nicht. Und wer ist reich? Die. Die ist reich? Ja. Wieso ist die denn reich? Und was willst du denn mit 3000 Euro? Ja, und dann willst du 3000 Euro haben? Wo hat die euch denn angesprochen? Oder kanntet ihr euch vorher schon? Ja, so von Schule. Wir waren halt mitbeteiligt in einer Sache so. Und die hat Scheiße. Ist denn noch jemand dabei? Oder seid nur ihr beide? Ich sag dazu nichts. Hey, los! Ist da noch jemand? Du bist gerade auf dem richtigen Weg. Das kann dir nur helfen. Ich glaube. Ist hier noch jemand im Raum? Ich guck mich nochmal um, ey. Das kann doch nicht sein. Wie viele Personen wart ihr? Drei. Drei. Und die dritte Person? Ist deine Schnauze? Ist sie auch hier gewesen? Bitte? Ich bin selber weggerannt. Ist die hier gewesen jetzt? Ist die mit hier unten gewesen? Der kann nicht. Mal raus jetzt! Ich kann nicht rausgerannt sein, weil dein Kollege steht. Also muss sie dann noch hier sein. Ihr wart also zu dritt, das ist klar, ja? Aber ich bin schon hingerannt. Kati für Hans. Hallo, hier ist noch jemand. Alles klar. Na, kommen Sie mal mit. Los? Ja, ja, ja. Wir sind von der Kriminalpolizei. Hallo, was wollen Sie denn? Lass ich, mach doch hier gar nichts. Hallo. Hans, braucht mal deine Hilfe. Hallo, darf man nicht hier einfach so rumstehen? Ja, meine Dritte. Die drei Täterinnen werden vorläufig festgenommen und auf die Wache abgeführt. Nach dem Auffinden der Schülerin haben die Polizisten deren Vater und Tante zum Einsatzort bestellt. Dir geht's aber soweit gut, ja? Ich meine jetzt körperlich. Komm, du kriegst meine Jacke. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn Sie mit ihr mal zum Arzt fahren. Das würde ich ganz gut finden, ja? Dass er doch mal drüber schaut, dass er vielleicht ein bisschen Beruhigungsmittel gibt oder irgendwas. Ihr solltet euch was schämen, ehrlich. Und wenn es dann ihr besser geht, dann musst du noch mal zur Wache kommen. Ja? Dann brauchen wir Ihre Aussage nachher noch mal. Okay. Ja? Die Täterinnen müssen sich wegen Körperverletzung und erpresserischen Menschenraubs verantworten und mit einer Haftstrafe rechnen. Die beiden jungen Männer werden wegen Mittäterschaft belangt. Die Schülerin überwindet das Erlebte mit Hilfe ihrer Familie.